Hallo und herzlich willkommen hier zu Enshrouded. Es geht wieder weiter hier. Das letzte Mal haben wir einen weiteren Obelisk der Bauer gefunden und die Schreinerwerkzeuge. Jo, und eigentlich ist das Inventar voll. Wir laufen jetzt mal hier weiter noch nach oben, ob es da noch irgendwas gibt, irgendeinen Durchgang oder sonst sowas, ob es sich lohnt. Ja, da ist ein Durchgang, alles klar. Frage beantwortet. Es würde sich lohnen, da einen weiteren Schrein hinzustellen oder einen Flammenaltar, damit man da wieder hinbeamen kann. Weil dann würde ich nämlich mal unser Inventar leeren. Hier ist noch ein Durchgang. So, hier ist Ende im Gelände. Das wollte ich wissen. Gut, vielleicht gibt es ja auch irgendwann noch wieder einen weiteren Turm. Jetzt können wir uns überlegen, wo wir durchgehen. Da steht auch wieder so ein Laufradkran da, das ist eine komische Kante. Das Fledermäuse, wo da wieder rumflattern. Ja gut, die machen uns nichts, das ist guckbar. Gehen wir mal dadurch, würde ich sagen. Es spielt keine große Rolle. Dann können wir nämlich hier noch mal ein bisschen, da ist noch eine Kiste hier oben. Und hier ist noch Barren. So, hat sich schon wieder gelohnt. Da fach ich Dietrich. Kein Problem, es gibt ja kein Minispiel hier beim Schlossknacken. Knisternder der Zauberstab. Schaden 22. Was ist das Feuer? Ja, gut, wir haben keinen Platz. Das ist aber auch kein Problem. Da können wir ein paar Stöcke, die können wir löschen. Dann können wir den nämlich mitgehen lassen. Den können wir auch zerlegen, weil, ja, ich glaube, der ist natürlich so prickelnd. Na, dann gucken wir mal hier durch, wo es da hingeht. In irgendein Lager. Was ist denn das? Was seid ihr für Viecher? Ach, ihr seid die. Ich glaube, die greifen mich eh im Moment nicht an, weil ich da ja eigentlich den Perk dafür habe, den besten Master Perk. So, ich würde jetzt ganz gerne mal... Ja, das Holz kann ich wegschmeißen. Ich brauche ein paar Steine. Das ist Kalkstein. Das ist Schutt. Schutt kann ich auch wegschmeißen. Ich würde jetzt gerne mal einen weiteren Schrein bauen. Aber wie auch immer, ich sag's falsch, ich weiß. Lacht mich dafür nicht, bitte. So, mal schauen. Können wir hier ein paar Steine rausleiern? Kalkstein? Okay, Kalkstein. Hm. Jetzt will ich nachgucken. Haben die das irgendwie umbenannt? Oder? Wir brauchen Handwerk. Nee, Stein. Da kriegt man Kalkstein raus. Aus den Wänden hier. Da auch. Kalkstein. Ich brauche normalen Stein. Und hier. Erde. 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 Kalkstein. Nee, ich brauche normalen Stein, Leute. Das ist doof. Blöd. Mal löschen. Auch normalen Stein. Gibt es auch irgendwo einen normalen Stein? Außer Kalkstein. Inneres Sanktum. Ist hier alles Kalkstein? Ich glaube ja, ne? Kalkstein. Steinkalk. Ah. Der Witz am Rande. Ja gut, ja, dann müssen wir jetzt mit unserem Inventar leben, das wir jetzt haben. Weil ich kriege hier keinen Stein. Schade. Ja, und jetzt finden wir wahrscheinlich wieder die geilsten Sachen hier. So, die dürften uns normalerweise nicht angreifen. Doch. Ah, doch. Ja, wow. Aua. Der schlägt aber ordentlich zu. Moment. Der hat halt ein riesen Schild, ne, der Zivil. Aua! Und so eine Kralle.
Ah Mann, ich kann schlecht. Ich hab schon wieder die Bloggerei verlernt. Jetzt hat er mir meinen Blog gesprochen. Ah, da braucht man einen Haufen Dingsbums, einen Haufen Ausdauer für. Aua, 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 verdammt. Ich schaff's nicht im perfekten Block zu landen. Wenn ich block, dann entzieht er mir meine ganze Ausdauer hier. Das ist total kacke. Aua. Aua, aua, aua. Okay, ja. Schön. Wiederkehren. Hallo? Wiederkehren? Naja. Naja, wir wollten eh nach Hause. Alter Schwede. So, jetzt bin ich. Ja, jetzt bin ich hier, ne? Ja, blöd. Hm. Mist. Ja, ich immer noch Kalkstein, das Ganze hier. Ja, alles Kalkstein. Naja, gut, dann beam ich mich mal nach Hause. Also wenn, da brauche ich ja einen Haufen Pots oder ich weiß es auch nicht. Was ist denn jetzt schon wieder warum? Warum kann ich das jetzt nicht aufrufen hier? Ah. Okay, interessant. Warum das jetzt gerade nicht ging? Was, juhu? Juhu. So, hey Kind, der Brief, von dem ich sprach, kannst du den ansehen? Nee, im Moment noch nicht, im Moment nicht. Aber der hier hat Juhu. Let me craft you something. Schreinereiwerkzeug erhalten. Das Schreinereiwerkzeuge für mich? Perfekt. Leg es in der Nähe ab, damit ich mir die Arbeit beginnen kann. Ach so, das kann man aufstellen. Erstellen. Badezimmer. Wie wär's das zwischen das? Steinbecken. Ha, der Steindrohn, die Toilette. Eine Wanne. Das sieht schon interessant aus. Da braucht man Stein und Bronzebarren. Was ist denn das? Ach, das ist eine geile Steindusche. Das ist ja genial, Leute. Okay. Also man kann sich da richtig austoben. Gräber und Schätze. Flammenblut, ich erkenne diesen Blick. Wir teilen eine Leidenschaft, nicht wahr? Architektur, Kunst, Grabbau. Ich meine vergessene Schönheit bewahren. Es wird gemunkelt, dass unsere Königin neben ihren Kuriositäten begraben wurde, obwohl niemand weiß, wo. Jetzt hat die Dame wohl keine Verwendung mehr für, dafür. Ist der Tod. Ha. Warum also nicht auf Entdeckungsreise gehen? Das Grabmal der Königin? Irgendwie waren wir doch schon mal in so einem Grabmal. Weil wir müssen einmal schneiden. Das ist ein Test. Gerüchte über die Drachenhöhle haben wir da jetzt erfahren. Das ist gar nicht mal so weit jetzt hier. Da haben wir auch noch einen Stein stehen. Da bin ich gestorben. Okay. Ich säg alles durch, sagt er. Das will ich mal ganz kurz gucken. Fähigkeiten. Im Einsatz sind 72, 4 sind verfügbar. Genau, das haben wir nämlich gar nicht. Wenn du Angriff wirst, greifen Wuka im Umkreis den Gegner an.
Das wäre nämlich da unten. Das hier, Sprache der Wuka. Das kann ich auch noch nicht freischalten, weil da fehlt mir da unten zum Beispiel Geschick. Aber da würde mir jetzt dann wieder ein Punkt fehlen, wenn ich das freischalte. Geschick um 1, erhöht den Schaden von Bögen und Dolchen um 5% pro Punkt. Ja, hier Geschick, okay. Ja, dann wäre es eigentlich gut, wenn wir hier lang gehen, dann würden die mich nicht unbedingt angreifen. Ja, wenn ich sie halt angreife. Oder gibt es sonst irgendwas gescheit? Der Schaden am Kopf deines eines Gegners wird um 20% erhöht. Geschicklichkeit plus. Wäre halt Bogengedöns. Heckenschütze. Ich meine, da drauf sind wir ja ein bisschen, aber auch Nahkampf, ne? Gut, Nahkampfbereich wäre halt hier in die Kriegerrichtung und so weiter, ne? Ich lasse es erstmal die Punkte. So. Gut, dann werden wir mal schauen, was können wir zerlegen und was nicht. Den Stab. Ja, wir haben nicht alles verloren. Wir können mal was zerlegen schon mal. Die Schreinerwerkzeuge kann ich aufstellen. Die Tunika. Muss ich mal angucken. Nee, da ist das besser halt magietechnisch nicht, aber wir haben da eine Truhe, wo wir das reinschmeißen immer. Da zum Beispiel ist auch bald mal voll. Giga-Handschuhe. Die haben wir doppelt. Das heißt, eine davon könnte man löschen. Das geht ja nur. Gut, da habe ich tatsächlich auch von dem Set das einmal doppelt hier. Schlüssel zur Burg Erstein. Sieht das jemand dann? Mana-Punkte, Lebenspunkte. Jo. Der Wirbelbrecher. Vielleicht noch aufwerten. Mal gucken, was der da dazu kriegt. Spitzhacken. Bronze Spitzhacke. Ja klar, Holzfäller, das geht leider jetzt im Moment nicht, weil wir keine Bronzebarren haben. Einhändige Waffen. Kolbenartige Keule. Witzig. Braucht auch das ja diverses dekorativ. Ein Bronzefass. Ist nur Deko, bringt keine Komfortpunkte. Schreinerwerkzeuge, die können wir jetzt hier bauen, wenn wir sie nicht hätten. Kessel, Mobiliar. Eisige Blätter, Schmelztiegel. Da, wo waren das hier mit den Waffen verbessern? Hier. Cool. Die muss repariert werden dann wieder. Mit 155 Schaden. Was kriege ich hier, wenn ich das verbessere? 10 Wuchtschaden. Das kann ich einmal verbessern, das Ding. Schaden 52. Ich Schaden und die Wuchtschaden. Hm. Nicht wirklich besser, würde ich jetzt sagen. Ja, es lohnt nicht, Leute. Die zerlege ich. Gut, bei dem Ding. Die hat nur 22 Schaden, ist vielleicht eine schnelle Waffe, ne? Angriffsgeschwindigkeit 0,4 Sekunden. Wucht, plus Wucht, Rüstung. Auf Rüstung. Die will ich tatsächlich mal ausprobieren, vielleicht, die Ding. Die verbessern wir mal. Wenn es geht. Wildherzsucher, ja, geht. Einmal. Hat 9 Wuchtrüstung. Stich und Schnitt hat das Zeug. Okay. Was hat er gesagt? Bagger, Bagger. So, und der Rest ist Zauberbedarf und Honig und allerlei. So. Ich müsste ich da eine Kiste hinstellen, wo, wenn man Quint hier zurückkommt, durch das Einknall, wo ich dann irgendwann mal, wenn ich Muse habe, die ganze Sache sortieren kann dann. Lichtexplosion.
weiß nicht genau, was für ein Magierangriff das ist, ob das einer ist oder ob das einfach nur Licht ist. Ich glaube, dass es auch Schaden macht, oder? Haben wir das schon mal? Haben wir nicht. Ja, schon macht auch Schaden. Ist Feuerschaden, jo, aber das ist kein Licht hier irgendwie in dem Sinne. So, eure Biss wird auch eingelagert hier bei Munition. Die Pfeile hier wird auch mal eingelagert. Jede Flamme können wir verbrauchen. Kalkstein. Habe ich hier Kalkstein gelagert? Oder Stein generell? Warte mal, hier haben wir fast viele Knochen drin. Habe ich die Knochen? Nee, ja. Ah. Die hat es anscheinend getroppt. Bestimmte Sachen droppt da. Naja gut, Leute, mache ich mal so. Ich mache jetzt hier mal dann eine Pause und werde dann wieder mein Zeug einsammeln. Weil das müsst ihr nicht nochmal sehen. Bis gleich. Okay, Leute, es ist so. Ich habe gerade die Schreinereiwerkzeuge mal hier auf den Tisch gestellt. Das geht nämlich. Ich wollte ja dafür hier in die Gegend stellen. Habe ich gedacht, das passt doch dann ganz gut, wenn die hier auf der Werkbank stehen, da oben drauf. Sieht aus. Und jetzt haben die hier auch wieder Quests hier. Hat da irgendwas zu sagen? Deswegen sehen wir uns gerade nochmal daheim. Eine Gerbereistation. Oder eine Gerber-Eisstation. Nee. War so ein kleiner Wortscherz, oder? Ne? Hör mal, ich muss eine Gerbereistation bauen, um die Felle zu konservieren. Vielleicht hat da jemand in den Nomadenanhöhen eine. Ich will das Konservieren von Fellen und Leder ist in diesen sonnenverwöhnten Ländern viel einfacher. Ohne diese Schneestürme, an die ich gewöhnt bin. Vielleicht haben Jäger aus der Gegend ein Rezept für eine Gerbereistation. Kannst du dich mal umhören? Können wir auch schon machen. Jägerhandschuhe bei der Jägerin haben wir jetzt freigeschalten. Mal gucken. Gut, hier gibt es ein neues Jägerset. Das sieht cool aus, aber... Oh. Oh. Fossile Knochen. Ja, das müssen wir haben. Wir müssen nur... Wo es den Minzpilz gibt, weiß ich nicht. Aber das wäre cool. Das wäre zwar ein reines Lederdings da, aber ja. Wir müssen nicht unbedingt eine Metallrüstung da haben. Ich glaube nämlich gar nicht so gut. Scharfschützen-Set. Ausdauer und Ausgut 4 Sekunden plus. Aha. Das macht doch viel, ne? Mein, was ist jetzt hier der Unterschied? Das hat auch 59, 59. Das auch. Der Unterschied ist das hier. Hier jetzt Ausdauerpunkte dazu und hier Lebenspunkte. Wir haben halt verschiedene Sachen dabei. Schaden gegen fliegende Feinde. Ne? Also von daher, das ist der Unterschied. Pfeile hat auch Bronzepfeile im Angebot und die fossilen Knochenpfeile. So. Und was hat die Bäuerin für mich? Almanach für Feldfrüchte. Flammblut, ich bin das Klima hier noch immer nicht gewohnt. Die Dünen des Ödlands waren einst meine Heimat. Ich frage mich, was hier blühen könnte. Mit einem großen Almanach der Pflanzen und Setzlinge könnten wir fantastische neue Feldfrüchte anbauen. Ich habe meinen in einem Lager zurückgelassen, als meine Karawane vor Gefahr floh. Könntest du ihn mir bitte zurückbringen? Jo, können wir machen. Ofen bei der Bäuerin ist jetzt freigegeben. Sag ich mal Ofen. Wo ist der Ofen? Ich sehe hier. Ah ja. Brande Ziege, Metall und so weiter. Eine bedeutende Verbesserung der Kochstelle bietet einem Koch viele neue Möglichkeiten. Was braucht man denn da? Gebrannte Ziegel, Lehmklumpen, Metallplatten. Wir haben die doch alle, oder? So viel. Ladenbrot bei Ofen. Kann ich das nicht bauen? Warum kann ich das nicht bauen? Manuelles Handwerk. Dolche. Die sind jetzt auch neu hier, die Dolche. Okay. Das ist jetzt eine neue Waffengattung, wo da reingekommen ist. Warum kann ich den noch nicht bauen? Ich hab das Material.
verbrannte Ziegel. 38. 20 werden benötigt, oder? Doch grün. Ah! Wir brauchen den Almanach der Pflanzen. Da, ja, ah ja, jetzt hab ich. Ja, ist schon recht, Leute. Ich hab's nicht gesehen, Mensch. Was hat denn der noch? Er will einen schwarzen Kessel. Ein Alchemist ist nichts ohne seinen Kessel. Meiner ist vor langer Zeit in den Flammen aufgegangen. Aber unsere liebe Emily Frey hat mir neue Hoffnung gegeben. Sie erzählt von Irkora, einer bemerkenswerten Magierin aus den Nomadenanhöhen. Sie ist wohl nicht mehr am Leben, aber wir könnten ihren schwarzen Kessel benutzen, um eine Alchemietisch zu vereinen. Da ist ein kleiner Fehler drin. Emily Frey kann dir mehr darüber erzählen. Schwarzer Kessel für den Alchemist. Und du hast jetzt auch nochmal was? Die Jägerin aus den Nomadenanhöhen? Lustig, dass du fragst. Meine Tante Morvena kannte diese furchterregende Jägerin, groß wie ein Berg. Lupa wurde sie genannt. Sie rang mit Vukar, zähmte Drachen und trank auch gerne mal was. Tatsächlich hat sie einmal meine andere Tante, Grün, die ältere, im Vollrausch verprügelt. Ah, dafür kam sie in den Rabenblick, Bergfried. Soweit ich weiß, hat sie das Tageslicht nie wieder erblickt. Ja, die wurde eingekastelt. Und du hast auch noch hier, ja stimmt, ja, du hast ja hier Komfortbeleuchtung. Ja, mal gucken, da können wir die alten Komfortdinger da ersetzen oder halt ergänzen. Dann hätte man noch mehr Zeit sozusagen aus... Hoppala, Entschuldigung. Dann hätte man noch mehr Zeit beim Ausgeruht da hier. Ja, wenn es als mal kommt, dass man aufstoßen muss, dann kommt es halt, ne? Ja. Hey, ja, ist ja recht. Okay, dann haben wir jetzt. Hä? Jetzt nochmal was? Okay. Über Irkora. Irkora, ja, ich kenne sie. Sie ist zurückhaltend. Meint, dass andere Leute ihr die Energie rauben. Ich denke, dass sie einsam ist, aber sie ist eine Meisterin, wenn es ums Brauen von Tränken geht. Sie hatte ihren Laden in rauen Blick. Ich würde gern einmal ihre Arbeit bewundern. Augenblicklich kann sie mit Leichtigkeit jeden beliebigen Trank zaubern. Ah ja, okay. Gut. Was? So, haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es, okay. Ja, Leute, dann werde ich mich jetzt mal zurückbegeben und meinen Rucksack holen. Bis gleich also. So, ich bin jetzt wieder in der Nähe von unserem Zeug und hier leuchtet noch was in diesem Forschungslager, warum auch immer. Mal gucken, was da jetzt los ist. Vielleicht suchen, da passiert nichts mehr. Okay. Ah ja, da waren unsere Sachen drin. Ja gut, dann soll es so sein. So, da gehen wir weiter nach oben, wo unser Grabstein ist. Beziehungsweise wir werden gleich einen neuen Flammenstein aufstellen. Ja, irgendwie ist, naja, es kann halt immer wieder ein paar Bugs geben, ne? Und das haben wir halt hier immer wieder. So, der Flammenstein habe ich. Ah, da zeige ich die ganzen Steine mitgenommen, ich depp. Ja, ich habe den gebaut und die Steine nicht zurückgelegt. Der ganze Steinvorrat. So, jetzt mal gucken. Also, jetzt haben wir nämlich hier den Schrein hingestellt. Oder Altar. Ja, das Problem ist, wie ist es mit den Dingern hier? Warte, Blocken? Ja, so zusammen hier in der Mitte. Ja, wir müssten mal versuchen, ob man mit unserem Schwert hier, weil das war jetzt halt auch mit der Keule da, oder halt mit dem Bogen. Warte mal, kann ich mich hier irgendwo hochstellen, wo der nicht hinkommt zu mir? Dass ich mit dem Bogen hier abschneiden kann. Nein! Ja, jetzt hat er mich gesehen. Toll. Gut gemacht. Jetzt bin ich wieder mit der Tür ins Haus gefallen. C ist hier Ground. Okay. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich hoffe, die kommen nicht da hoch. So, dann nehmen wir unseren Bogen. Ach du Scheiße. Der kommt da hoch. Okay. Moment. Auf Wiedersehen. Kommt er da hoch?
Hey, da kommt er nicht hoch. Okay. Jetzt haut er aber ab. Aha. So, jetzt sieht's anders aus, du komisches Viech, du. Oh! Ja. Das, ja. Schön. Ja, wir müssen doch treffen. Sag mal, irgendwas. Da. Ja, toll. Okay, dann halt Hit and Run. So, okay, passt. Das war jetzt die Revanche. Was hat denn der für Dinger dabei? Eier. Na, okay. Die kochte Eier bei der Bäuerin. Ja, denkst du, die kommen trotzdem noch? Ja, was ist denn das hier für ein Typ? Das sehe ich in Schatten. Ach, bis Gott. Ja, also mit Bogen geht schon, ne? Man muss halt wirklich in Bewegung bleiben. Das ist wichtig. Rohes Vogelfleisch. Hühnersuppe bei der Bäuerin. Okay. Gibt es jetzt wirklich ein neue Rezepte hier? Was war das doch gerade, was an mir vorbei da hinter mir? Autsch! Der schwirft mit so einem scheiß Speer hier. Da. Also es gibt, glaube ich, ein paar neue Dinge. Ah, hier ist so. Nee, doch nicht. Ne? Das dreht sich doch. Das ist wie so ein. Wie bei im Western immer. Da solche komischen. Ah, ich wusste mal, wie die Dinger heißen da. Die halt dann immer noch vorbeikugeln im Bild. So, mal gucken. Wo war jetzt hier unser Stapel? Ach, wir sind da dran vorbeigelaufen gekonnt. Das braucht ich ja noch, ne? Dass du gekonnt an deinem Zeug vorbeigehst. Hier liegt der Stein. Alles nehmen, F. So, bitteschön. Dankeschön. Da hast du halt stärkere Gamer. Ja gut, es sind 16, wir sind 22er Level. Aber ja, trotzdem, eigentlich sind wir stärker wie die. Bloß Nahkampf, ich bin halt jetzt so der Nahkämpfer. Das ist halt wirklich so. Und wenn ich halt, wenn mir der Block durchschlagen wird. Ah, Falle, toll, danke. Hätte mir nichts gemacht, komischerweise, aber jo. So, das ist ein UK-Altar. Ja, so. Heilen sie hier. Ja, und der heilt denn jetzt wieder natürlich. Ah, der heilt. Ah, der heilt mehr, wie ich denn hier Schaden zufüge. Gut, dann wird halt erst der Schamane angegriffen. Die heilen sich nämlich nicht selber. Hä, wie habe ich den abgewehrt? Abgewehrt habe ich ihn aber gerade gar nicht mehr, oder? So, hier fehlt ein Wasser. Jo, Wasser brauchen wir auf jeden Fall wieder, weil wir haben ja immer den Brunnen noch nicht. Räubersetzling. Ah, okay, jetzt bin ich voll in die scheiß Falle. Jetzt hat sie mir Schaden gemacht. Gut, weil ich jetzt wirklich in den Stachel gefallen bin. Räubus D. Ja, was man hier alles machen kann und kochen kann, das ist schon enorm. Man braucht halt erstmal hier das ganze Material ständig, ne? Das ist das Problem. So. Okay. Das gerade. Na, zwei auf einmal ist das nicht immer blöd. Geht es gut, ja. Na, das war der falsche. Na gut, die Nahkämpfer kann man ein bisschen ausmanövrieren. Da.
genau. Das ist hier runtergeflogen. Sag mal. Grüß Gott. Bitche, bitch. So. Mist. So. Danke. Na, da ist ein komischer Altar, da gibt es einen Segen. UK-Segen, der geht eine halbe Stunde lang. Was er bringt, weiß ich nicht. Kann man alles verdeppern, wenn man das will. Da gibt's aber noch Holz raus oder so. Oder Knochen, ich weiß es gar nicht. Ah, wie stabil ist das Gelumpe? Ja, man kriegt noch Holz raus, es rentiert sich also nicht. Greifen die mich an? Nee, tun sie nicht. Was sind das? Säbelzahntiger oder was? Ja, doch, die tun mich nicht angreifen, die Viecher. Okay. Ich weiß aber nicht, was ich bei denen für Material rausbekomme. Ich töte die mal. Warum? Manchmal ist eingeloggt, manchmal nicht. Bitte, Bitch. Naja. Okay, Argument, der hat mich getroffen. Ja, die vergifteten Pfeile, die tun halt die nicht vergiften. Ach, da kriegt man nur Wild raus. Und Knochen, naja, gut, das rentiert sich nicht. Höchstens für ein paar XP, aber ja, ganz ehrlich. Und ein bisschen Fell, das ist der Aufwand eigentlich, der recht. Fertig dich nicht. Jetzt hier hin, mal hier einen Überblick verschaffen. Forschungslager. Ist abgehakt, Obelisk. Ja, und hier ist praktisch das Lager mit drin, also dieses komische. Das ist südliche Karawane. Eigentlich müssen wir jetzt da mal hin. 200 Meter. Boah, jetzt hab ich gerade gedacht, dieses komische Gewölle da war da runter Kugel. Na, hier ist auch wieder ein Baum. Was ist denn das für Holz vielleicht? Das sind die Unterschiede, ne? Wir gucken mal kurz nach, ob wir den fällen können. Ja, mit der kleinen Axt den riesen Baum fällen, ne? Na, aber geht. Na, was ist denn das für Holz? Holzscheide, ja, das ist nichts Besonderes. Hätte er sein können. Was ist denn das da unten? Gebiet des Schmieds. Naja, gut. Und hier ist wieder so eine Brücke. Da mal da, unser Wegweiser geht darüber. Überhaupt eine Brücke? Ich weiß es gar nicht. Ich wollte mal meinem Punkt da, wo ich markiert habe. Zumindest versuche ich das einmal. Ach ja, stimmt, man kann ja hier. Ich habe bisher, dass ich da einmal hoch kann. Ich segel. Ja, aber es geht mit Mana, das ist das Problem. Was ist denn das? Stein, okay, ja gut. Das sein könnte es was Besonderes. Sah mit dem Schatten halt da ein bisschen merkwürdig aus. Na, hier sind auch wieder andere Markierungssteine hier am Weg, ne? Die sehen jetzt wieder anders aus. Eigentlich auch ganz nett gemacht. So, hier ist wieder ein Viech. Das könnte ich zur Unterstützung benutzen, wenn es ist. Was ist das hier für eine Ruine? Das ist ein Flammenstein. Ah, Refugium der Flamme. Ja, das hat leider hier alles ziemlich verschüttet. Und ziemlich kaputt. Vulkan.
da können wir uns eine Flemle klauen. Funken. Ja, mehr ist hier nicht zu holen. Heimlich voll. Hier hinten ist die immer so. Na, das war das. Das hier, die südliche Karawane. Wo ist hier die südliche Karawane? Die ist noch ein paar Meter hier in der Richtung. Dann dort unten. Aha. wenn ich da unten bin, bin ich unten, ne? Hier ist ein riesen Signalfeuer. Ah, was haben wir in 35 Minuten? Ja, okay. UK Arena. Hui, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber. Mal, können wir nochmal nachrufen. Und was mich gerade auch stört, das sind die Borgerle hier im Inventar. Das will ich so nicht. Wenn ich noch irgendwas, kann ich noch Mais essen? Nee, es geht nicht. Das beißt sich die Sache. Entweder Fleisch oder Mais, ne? Anscheinend. Nahrungsdings. Ist halt so. Das war jetzt unbeabsichtigt nach unten gestürzt. Hat man vielleicht gemerkt. Aber was sollte halt immer bereit sein, dass man sich abfängt mit unserem Kleider? Ja, ich könnte jetzt den mit dem Bogen hier behaken. Das Problem ist, wenn der mich nicht erreichen kann, dann wird er meistens direkt gesetzt. Das wird halt gern gemacht, damit man den Bogen nicht so abusen kann, sozusagen. Dass der Gegner einen nicht treffen kann, ne? Aber ich hab's halt nur mal gern, dass ich mich irgendwo hinstelle und den Gegner von oben behageln kann. So, was ist das? Lagerfeuer. Da kann man noch ein paar Felle sammeln. Also, man braucht nicht unbedingt Tiere töten, man kann die sich auch irgendwo einsammeln. Schöne Rundstein. Matschepampe. Ich weiß nicht, ob man da runterspringt und ist eine Matschlochfeld, ob man da ein bisschen gedämpft wird. So. Na komm. Ja, der war easy, der hat ja kaum Gegenwehr gehabt. Überhaupt gar nicht eigentlich. Sein Dunstmagierstab habe ich bekommen. Da liegt da noch ein Toter. Der wurde ermordet. Kriegt das Schwert hin. Ja, aber man nimmt doch sein Schwert wieder mit. Oder war es ein Unentschieden? Beide tot. So, das ist ein Leuchtzeug oben drüber. Matschepampe hier, die stinkt bestimmt auch so wie die blubbert hier. Was bist denn du? Ach du heiliger Vukagladiator. Will ich gegen dich kämpfen? Will ich wissen, wie stark du Schaden machst? Okay, ich kann dich dodgen, alles klar. Okay, geht eigentlich. Was hat er denn jetzt? Ist das hier... Hat der einen dicken Bauch? Okay, also... Ah, jetzt hat er mich mal getroffen. Okay, alles klar. Ich kann aber eigentlich alles blocken. Da gibt es keine großartige Mechanik hier. Das ist schon mal gut. Der macht zwei Angriffe hintereinander. Mist.
vielleicht will ich hinter ihn kommen, weil da mache ich glaube mehr Schaden. Ja. Also man kann sich auch wegrollen. Hinterhalt Schaden. Wenn er das macht, dann geh hinter ihn, ja. Eigentlich kann man nämlich auch ausweichen. Entweder du kannst halt den Schaden voll ablocken, dann ist auch gut, aber du weichst halt aus, ne? Oh, der ist eigentlich relativ easy. So, das war's, ja. Ah, besiegt. Ich habe jetzt gedacht, der stärker. Ukak Gladiator Kopf. Yes. Und was ist denn das? Yeah. Jetzt. Was jetzt? Minas Vergöttlichung. Ist das eine Axt oder ein Stab? 34 Schaden, Schnitt und Feuer. Neue Geschichte. Adel und Geschichte südliche Karawane. Okay. Ist das Viech wieder gekommen? Witzig. Ja, das heißt, es hat jetzt eine neue Geschichte gegeben, oder? Geschichten. Adel und Geschichte. Oberstadt des Gemeinde, nördliche, südliche, das war's. Mal gucken wir mal. Ja, wir haben die erste Seite, ne? Jeremias Vergöttlichung wurde nach dem Sieg über den Vukarschläger in den Säulen der Schöpfung gefunden. Plötzliches Gemetzel. Ich hätte wach sein müssen, war es aber nicht. Sie stürmte über unser Nachtlager mit nie dagewesener Grausamkeit. Ihr Fell war mit blutroten Flecken gesprenkelt, verblasst zu verfilztem Rost. Wir waren in ihr neues Territorium eingedrungen. Etwa die Hälfte meiner Brüder und Schwestern ist tot. Absinth, verrottete Lakritze, ein ekelhafter und bitterer Belag, der meine Lippe betäubt. Ich habe für sie gekämpft. Ich habe meine Axt für sie erhoben. Meine Rüstung ist fort. Meine Hände sind für immer rot gefärbt. Wir hätten das Gebiet der Vukani betreten sollen. Mutter, bitte verliere nicht die Hoffnung. Durch unsere Adern fließt dasselbe Blut. Ich werde das überstehen für meine Untertanen. Und ich werde nie wieder versagen. Jetzt Mina. Vukarina. Die Wiederentdeckung eines alten Anblicks. Wir konnten nicht rasten. Wir mussten für jede Seele, die wir verloren haben, noch härter werden. Und ich hatte gelernt, dass wir schnell sein müssen. Ich habe ein seltsames Gefühl, diese Furcht nicht verweilen zu können, dass ich wieder allein bin. Warum kann ich diese Angst nicht abschütteln? Nein, diese Vorahnung. Königin Jesmina. Ja, es kann auch sein, dass wir da nochmal ein anderes Ding finden. Was ist jetzt? Ist da jetzt Respawn oder was? Irgendwas schreit. Ja, der Kasper ist da, okay. Oh, der ist relativ harmlos. Na, ah, komm, ey, jetzt geht die Wand hoch. Ich glaube, ich bin. Wir werden hier gleich die Wände hochsteigen. Ja, das ist auch merkwürdig, dass die Leiche mal da ist, mal verschwindet, immer wieder mal. Und Geräusche von sich gibt. Er hat noch... Hä? Warum hatte der jetzt noch Lebenspunkte, die ich unterprügeln konnte? Was ist denn das für ein Quark? Und hier geht's. Ah ja, man hätte von... Ja, okay. Wir hätten von hier reinkommen können, aber wir sind ja von oben, wir haben ja ein Kleid da. Alles gut. Jetzt gucken wir mal hier weiter noch ganz kurz. Was gibt es hier noch? Na, hier gibt es nichts Interessantes. Kann man zerdeppern, wenn man will, wenn man Holz haben will. So, hier ist wieder so eine Bestie. Pflanzen hier sind auch. Ich gar nicht ab. Es geht gar nicht kaputt. Warte mal. Ah. Okay, was kriege ich da raus? Na, ach so, Strohzeug. Das brauchen wir also nicht. Was ist hier? Das hat sich erst irgendwie so komisch aufgebaut. Ist aber eine Höhlung.
kurz nochmal restieren hier. Ah ja, stimmt. Ich kann die ohne Schild gar nicht abblocken. Ah, das wäre so ein Fettwanz. Nein! Müsst ihr weg? Warte mal, kannst du mir helfen? Abwehr beginnen. Ja was? Greif dir an, du Kasper. So, okay, mit dem Bogen sind die gesünder, wenn da so ein komischer Kralltyp dabei ist. Und die hauen schon wieder ab. Ja, und wenn du mir jetzt in Schüsse rennst, ja, ich sag das, das ist dann auch Käse. Kann nicht passieren, dass du mir in Schüsse geht. Na gut, dass die mich jetzt nicht hier angreifen. Ja, das wäre so ein blöder Krallenhain sie hier. Aua. Jetzt beiß den mal, hier greift er mal an. Ja, das Viech macht gar nichts. Es behindert den bloß und wenn ich jetzt schieße, dann treffe ich den. Okay, ja. Mist. Also, zwei Schläge bin ich kaputt. Gut, Leute, dann machen wir hier Feierabend für heute. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Das nächste Mal sehen wir uns hier dann wieder. Hol mir natürlich wieder mein Zeugs. Ja, ich habe jetzt den blöden Viech versucht, das Ganze zu... Aber das hat überhaupt nichts gemacht. Wozu habe ich dann die Fähigkeit, wenn es die Gegner nicht angreift? Naja, egal. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lego. Bye, bye.